Ach ja. Kein Auto, wenn man es mal braucht. Überall stehen die Catch-a-Rides, aber nicht hier. Ja, da wenn man braucht, sind sie nicht, ne? Hier soll man, glaube ich, eigentlich mit Auto einfach reinspawnen schon. Wahrscheinlich. Ja. Da vorne ist doch einer. Was wo? Ah ja, Giraffen. Tatsache. Vor allem ist das ein Level 25er Gebiet, holy shit. Ja, ich habe gerade Raketenwerfer auf. Jetzt, warum? Okay. Okay. Dann halt so. Ich hasse es, wenn die komplett eingekerkert sind, die Stellen hier. Au, was war. Was? Das war mein Nachlade. Power Surge. Okay. Hi. Ist das der? Ich sehe nicht mal was, Alter. Ich steig aus, mal. Das ist der nicht, aber hey, warum nicht töten, ne? Eben. Got him. Gut. Meine Sachen. Unsere Sachen. Nicht meine Sachen. Für alle. So, kommt ihr wieder rein, dann fahr ich zum Punkt. Wow, der Shotgun. Der Shotgun. Einfach mitnehmen, einfach mitnehmen. Konz, rein. Ich bin dran. Da ist noch was Blaues am Liegen, aber egal. Too late. Hier kommt man aber nicht durch. Doch, hier kommt man durch. Lol. Die rauchen ein klein wenig. Wir laden uns aber gerade wieder auf. Wissen die denn nicht, dass das ungestimmt ist? Sagt wer? Sagt ich. Der einzige, eben. Ist, der hier raucht. Ich doch gar nicht. Nein. Lüge. Nein. Hey, wartet! Ich bin aus Versehen ausgestiegen. Wer war schuld? Nein. Scheiß Raucher. Was? Das sind aber jetzt Dinge, ey. Wenn du aufhören würdest, mir das gegen den Hinterkopf zu schmeißen, wäre es auch nicht so laut. Ich will es auch eigentlich nicht gegen den Hinterkopf schmeißen, sondern in Richtung Konstantin, aber ab da. Ich wieder, was der wieder macht, ab da explodiert das halt aus irgendeinem Grund sofort. Egal wie hoch ich werfe. Hier geht nicht mehr. Frag mich nicht warum. Konz, kommst du dann oder willst du da jetzt stehen bleiben für immer? Ja, ich wollte da jetzt kurz stehen bleiben, ja. Links rum, rechts rum. Ha, ich bin jetzt irgendwann im scheiß Geschütz. Naja. Noch mehr. Einfach direkt voll dagegen fährt. Hm? Ja, warum bremsen, ne? Macht doch eh keinen Schaden. Ja. Wir sind zurück in Freehorns Valley, meine Fresse. Wo wollen wir denn bitte hin? Frage. Wahrscheinlich irgendwie besser so ein Welt-Report-Ding genommen. Kranz. Warum explodierst du direkt? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Auf jeden Fall nervt. Ah, wenn man zu weit unten schießt. Ah, XP gesammelt. Uhu. Uns die Wahrheit. Haben wir es dann jetzt? Nope. Denkst du. Viewer code. Wie low level die hier sind, ja, irgendwie. Ja. Und das Spiel hätte uns schon zu so einem Teleportpunkt geleitet, wenn es schneller wäre.
Ja. Normalerweise ja. Das ist auch lustig. Das ist Nostalgie hier. Auch wieder wahr, ja. Ich kann mich schon fast nicht mehr erinnern, dass wir mal hier waren. Ach, nein. Deswegen. Weil das ein Zu-Fuß-Gebiet ist. Nein, raus. Nicht dürfte er spawnen. Nein. Ist ja fast das Level 8, da gehen wir mittlerweile einfach alle am Arsch vorbei. Einfach da vorbeilaufen. Ja. Ich mach schon. Frostbound Canyon wieder. Ich hab's noch so unglaublich gern. Was für Sachen die sie machen, bitte? Map. Diesmal sind wir da. Weiter müssen wir. Diesmal sind wir da, ja. Ich denke, aber hier wäre eben genauso ein Teleportpunkt gewesen. Ach, egal. Ich weiß. Aber frag mich nicht, warum das uns nicht angezeigt wurde. Ja. Nostalgie. Unzerstellbares Eis. Was will man mehr? Oh, Sekunde, ich muss mal verkaufen hier. Man will den richtigen Weg finden und wissen, ob man jetzt unten oder da oben an der Stelle ran muss. Bitte one-shotten. Ich würde sagen, einfach mal hier so durch. Passend aus, halbwegs. Jo. Ja. Hm. Komm da auch mal hinterher. Oh, hier war die Ecke, wo wir uns reingebackt hatten. Alles klar. Ja. Wer hat da sich denn reingebackt? Doch, doch, das war hier am Anfang. Da drin vorbeigerannt. Okay. Kann sein, ja. Irgendwer von uns hat sich. Wird es über uns gewesen sein? Doch, oben. Was oben? Gut, okay. Wie kommen wir denn hoch? Das ist die Treppe, hm? Treppen sind überbewertet. Stimmt. Einfach schrecken, hochlaufen. Dafür wirst du mich gar nichts zu tun. Hier hoch oder so war das? Ah, Alter, sind die ätzend, ey. Die machen nicht mal wirklich Schaden. Hier, warte, nimmt eine sonst viel Level-Granate. Adepts. Er lässt Psychos one-shotten. Herrlich. Der einzige Weg, den ich mir hier hoch vorstellen kann, ist wirklich einmal ganz außenrum irgendwie. Deswegen hasse ich dieses Gebiet. Es ist 2D in Gedöns. In hey, hier, du hast 5 Ebenen übereinander und du hast eine Karte, die blau und blau ist. Viel Spaß. Wenigstens haben wir diesmal den Vorteil, dass wir nicht die ganze Zeit sterben hier beim Durchlaufen. Das ist wahr. Absolut. Das ist sehr angenehm irgendwie. Ah, die ganzen Feuervögel wieder. Ja, ja. Damals, als wir Kultisten ausgelöscht haben. Was Sinne des Wortes. Boah, ich hab mir jetzt einen Schuss vor. Eise. Also so kam ich hier schon mal nicht hin. Das war einfach nur ein großer... Ah... Hier vielleicht. Letzte Death Trap auf die Noobs los hier. Ja. Aber fies. Da ist es wohl. Ich bin oben, aber das ist ein falsches oben. Ey. Hm.
hatte eine Befürchtung, ich schau mal nach, ne? Jo. Schau mal, ob ich irgendwie hochkomme. Jo. Oh Gott, ich hab eh mega Lags gerade. Manchmal so geil. Also wenn du hinterherläufst, dann dauert das auch nicht wesentlich kürzer. Wie soll es denn sonst noch lang gehen? Ich weiß es nicht. Deswegen suche ich ja gerade. Nach oben geht's irgendwie nicht. Karte. Ja, die Karte sagt einem auch nicht viel, ne? Eben. Das ist ja unser Problem, Konstantin. Ja, ja. Weiß ich. Da geht's schon raus aus dem Gebiet, das ist schon mal schön, aber hm. Junge, ist schwierig. Das war's, glaube ich, ja. War's das? Okay. Durch die Spider-Lands durch, ne? Ja. Hey, du hast den Spyco gefunden. Ich muss sagen, er ist selbst für ein wahnsinniges genmanipuliertes Monster ausnehmend hässlich. Okay. Und Scorch geht mir noch auf die Nerven. Ich warte ja mal auf euch, ne? Jo, ist gut, ich bin dann gleich da. Und ist direkt hinter mir, ziemlich. Ziemlich. Ich bin von kleinen Drecksspinnen aufgehalten. Da, Granate an die Drecksspinnen ran. Hat nicht viel gebracht, die war schneller als ich dachte. Ich muss sagen, er ist selbst für ein wahnsinniges genmanipuliertes Monster ausnehmend hässlich. Ja, ja. Ich hab daneben getroffen. Au. Und dann. Jui. Oh. Da will ich rein. Nicht, dass es mir noch was bringt, aber einfach nur, weil ich immer in solche Autos rein will. Problem ist, der Schalter dafür liegt da hinten. Und ich bin runtergefallen, weil ich doof bin. Was war es denn für ein schicker legendärer Schild, den du da hattest? Konnte ich nicht nachschauen bis jetzt. Okay. Da hätten könnte noch irgendein Log liegen vielleicht, das habe ich gerade übersehen vielleicht. Ich habe nur noch irgendwas liegen sehen an der Seite und war nicht mehr sicher, was es sei, was es war. Egal. Das ist schon eine Story. Ja, ja. Ja, was erwartest du? Ja, ja, klar. Alter. Ja, die Richtung. Ich will diese Viecher einmal auf den Sack gehen. Bitte? Diese Viecher einmal auf den Sack gehen hier. Be quiet. Ich meine, ich beklag mich nicht, ich hab 88er Anarchie-Boost. Wohin sollen wir denn eigentlich? Dahin. Sanctuary wieder. Jo. Ja, abgeben halt, ne? Oh, endlich weg ja. Hier.
Dr. Seid. Wurde aber auch Zeit, ey. Worte sind nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Jack hat mich aus meinem Haus in Firestone geworfen. Und es wird Zeit, dass er bekommt. Das ist die andere Quest, wir sollten mit ihm reden. Schön. Ich dachte, du könntest es gebrauchen. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Melee-Schild. Melee-Schild. Kommt. Nehm ich. Ja. Ein neuer Tag, eine neue misslungene genetische Abscheulichkeit. Okay. Ah, hab ich noch was drauf bekommen? Nee, aber einen Kopf. So läuft's. Gesundheit. Danke. Warum hab ich eigentlich so wenig Shotgun-Muni? Wahrscheinlich, weil du eben ganz verballert hast. So. Ja, aber nee, so wenig Kapazität. Kopf, was ist es für ein Kopf? What the fuck? Kopf. Kopf gefunden. Komischen blauen Viecher da aus hier Dingens da. Hier hieß es doch gleich. Mass Effect? Waren das die da? Was? Erinnert daran tatsächlich ein bisschen. Jetzt bin ich verwirrt. Zumindest jetzt von vorne. Es erinnert von vorne ein wenig daran, ist aber trotzdem Metallkopf. Jo. Oh, das sieht ein bisschen echt komisch aus. Mal schauen, wie es mit einer anderen Farbe ist. Auch nett. Toll. Was auch nett? Die Farbe jetzt hier. Bin auf dem Weg. Schwarz. Das sieht echt ganz komisch aus. Boing. Nice. Ich will mal beim schwarz-blauen Team werden. Naja, lila. Egal. Ich hätte noch eine andere Waffe gehabt, die auch großen Schaden gemacht hat, fällt im Inventar. Gut zu wissen. So, kann man mal. So, Schild angucken. Jo, Schild angucken, ganz wichtig. Schild angucken? Ja, Kobi hat eben Schild gefunden. Also in dem Tantenviech. Das ist ein Level 26er Schild, wohlgemerkt. Oh. War trotzdem golden. Hat man's. For an impenetrable shield, stand inside yourself. Whatever. Okay. Das ist halt so eine Spezialfähigkeit, wo nicht dran steht, was sie tut. Es ist aber eine Spezialfähigkeit. Plus 1000 Leben, plus. Also, es ist ein Elementresistenzschild. Das ist quasi wie meiner ein Stück weit. Ja. Regeneriert Leben. Kapazität für was? 860, das ist es eben. Okay. Dann können wir es vergessen. Wäre es ein Oberschild, wäre super, aber so, nee. Aber es gibt ein 1000 Leben dazu, oder was? Ja. Okay, 1000 Leben ist nicht zu verachten. Mein jetziger Schild gibt mir 650 Leben extra für 1500. Also ich. Eigentlich? Ja, aber Schild regeneriert sich halt und Leben nicht, ne? Ja, gut, bei mir Leben auch, aber ja. Mit dem Schild regeneriert sich mein Leben, aber. Ich rüste ihn einfach mal aus. Ich schau mal, wie er sich spielt. Ja, das dürften 3 Leben die Sekunde sein, die ich regeneriere. Das ist super bei 15.000 Leben oder so. Wait, what? Okay! Was? Ich hab grad nochmal eine Kiste geöffnet und da war genau ein Raketenwerfer drin.
Und der macht Murph. Der ist die krankste Scheiße, die ich je gesehen habe. Kann mich jemand wiederbeleben? Was? Wie hast du das denn geschafft? Bekommen? Ich bin halt einfach gestorben. Ah, okay. Danke. Ne, der macht einfach mal, naja, 11.000 Schaden, 100. Was ist das? Leckt auch noch. Fuck. Sieht gut aus, das Ding. 11.000 Schaden einfach. Ja. Ja, warte, wir haben keine 5 Nebenquests mehr. Ja. Ja, was macht man denn? Hauptquest, eigentlich. Oh mein Gott, 150 Punkte für Gryffindor. In den Zonenfall für allem ist das geil. Hätte sein können, dass du noch weißt, wo es irgendwelche geheimen Nebenquests gibt. So gut. Keine Ahnung, wir sind an 12.000 Questmarkern vorbeigelaufen. Das sind sie wohl, ja. Gehen wir mal zu dem Super-Shop hier. Oh ja, ich hab, wir haben ja wieder 6 Iridium oder so. 10 momentan, ne? 20, ey. Ich hab 10. Das reicht, glaube ich, für gar nicht. Ich hab 12 nur. Ja, ich kann mir für Maschinenpistolen-Muni holen. Toll, mach ich SMG, ja. Naja. Naja. Dann rede ich mal mit Dennis. Jo.